Hallo, der Blind Spectator wurde hier gefunden und willkommen zurück zu einem neuen React. Wir sind wieder auf dem Kanal von Iceberg. Diesmal schauen wir uns die Nummer 16 an. Die dreht sich um Treppe im Wald, Bomarzo und der Pokaini-Wald. Alles Dinge, die mir spontan nichts sagen, aber es klingt sehr waldig. Und ich würde sagen, hauen wir doch einfach mal rein. Mal schauen, was sonst diesmal zu sagen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reise in die Abgründe der Verschwörungsmythen. Und wenn ich sage Abgründe, dann meine ich das heute wirklich ernst, denn ich habe für euch ein kleines Special vorbereitet, das uns sehr viel tiefer in den Eisberg hinabführen wird als üblich. Ich wollte euch mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was uns auf den unteren Ebenen dann erwartet. Freut ihr euch schon ein bisschen? Wir gehen hier ja streng wissenschaftlich vor, das ist euch ja sicherlich schon aufgefallen, nicht wahr? Wir gehen heute mal zusammen im Wald verloren. Ja, der Wald ist ein Symbol, das ja auch in der Literatur große Bedeutung hat. Besonders in Deutschland, ja, Teil der Identität geblieben ist. In keinem modernen Land der Welt. Ja, unsere ganzen tollen künstlichen Wälder, die wir inzwischen haben. Ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in Deutschland. Der Deutsche sucht den Wald, in dem seine Vorfahren gelebt haben, noch heute gern auf und fühlt sich eins mit Bäumen. Auf der einen Seite schützt der Wald, aber er verbirgt wiederum auch anderes, mitunter Finsteres, Böses. Im Wald, da ist das Verschwinden. Stille und Finsternis herrschen hier und je tiefer man in ihn eindringt, desto mehr fühlt man sich beobachtet. Folgt mir jetzt also hinein in unsere alte Heimat. Wir steigen ins Nichts, lassen Kinder verschwinden und treffen auf Nazis mit grünem Daumen. Aber keine Sorge, wir beschäftigen uns auch wieder mit dem wichtigsten Thema schlechthin. Steine. Riesen. Und vielleicht stoßen wir auch tief im Wald auf Riesen. Also. Ja, Mann. Riesen. So musste es. Hüte auf, schottendicht und stabiles Schuhwerk angezogen. Versucht mir zu folgen, nicht dass ihr den Weg aus dem Wald am Ende nicht mehr findet. Auf den tieferen Ebenen des Eisberges wird uns oft begegnen, dass man zuerst die grundlegenden Dinge des Alltags, die wir sehen und berühren können, wegpacken muss. Ja, man muss das erstmal alles verleugnen, was man direkt vor sich sieht. Das bedarf dann einer langen Phase der Einarbeitung, also dass man seinen Geist weit genug öffnen kann, dass einem das dann möglich ist. Und wenn ihr euch jetzt Berge anschaut, was fällt euch auf? Wir beginnen heute mit einer meiner absoluten Lieblingsmythen der Flat Earther und des gesamten Eisbergs schlechthin, würde ich sagen. Und dieser Mythos ist bekannt unter zwei verschiedenen Namen. Die erklären sich beide im Grunde gegenseitig. 2016 erschien ein Video auf einem YouTube-Channel von der Krim. Laut dem Fass... Bäume gibt es nicht. Eineinhalbstündigen Video mit dem vielsagenden Titel There are no forests on flat earth. Wake up. Gibt es nämlich keine Bäume. Also gar keine Bäume. Geschweige denn Wälder. Bäume sind eigentlich nur sehr große Büsche. Muss man wissen. Ja? Was? Bäume sind große Büsche? Jegliche Überreste von dem, was Bäume einst mal waren. Das gab hunderttausende Klicks und diverse Spin-Off-Versionen und mittlerweile sind tausende Flat-Earther überzeugt, dass es ein verheerendes Ereignis gab. Welches genau weiß man nicht, aber dieses verheerende Ereignis hat dazu geführt, dass 99% der Biosphäre auf der Erde zerstört wurde und mit ihr eben auch die echten Wälder. Diese Wälder hatten nämlich völlig andere Dimensionen. Die Bäume dort waren hunderte Kilometer hoch und hielten das Ökosystem der flachen Erde am Laufen. Sie waren dort die Anker einer wunderschönen Welt, die für immer verloren ist. Ja, und die Menschen haben dann halt große Büsche gepflanzt und so getan, wie als wäre nichts, weil Gründe. Die wir uns noch nicht mal mehr vorstellen können. Und wer weiß, vielleicht konnte man auf diesen Bäumen auch wie an einer Bohnenranke in den Himmel klettern. Und was findet man am Ende der Bohnenranke bekannt? Oh, man sieht dann, dass die Erde flach ist. Darum gibt's keine Bäume mehr. Natürlich. Genau, Riesen.
Aber da wir auch keine Himmelsbäume mehr haben, finden wir auch keinen Riesen mehr. Schaut euch doch mal bitte die Devil's Tower in Wyoming oder den Giant's Causeway in Nordirland an. Meinetwegen auch den Uluru in Australien. Laut den Flat Earthern ist der Devil's Tower nicht aus Vulkangestein entstanden, sondern eigentlich ist es ein riesiger Baumstumpf. Dieser Logik nach sind die Ähnlichkeiten zwischen Baumstümpfen, Hochebenen, Cliffabschnitten und flachen Bergspitzen schlicht darin begründet, dass es sich um ein und dieselbe Sache handelt. Sieht gleich aus, ist dasselbe. Logisch, oder? Ja, der einzige Unterschied ist jetzt in Material und Größe, aber das ist ja ein ziemlich großes Problem, aber in dieser Logik spielt es keine Rolle. Laut dieser Theorie bestand der Untergrund, auf dem wir uns bewegen, einst komplett aus lebendigem Holz und die Gebirgszüge waren gigantische Wälder, die bis zu den Sternen aufragten. So müssen wir mal kurz Pause machen an der Stelle. Die Theorie klingt natürlich völlig absurd, aber irgendwie auch schön, oder? Jedenfalls kam dann eine ominöse Macht, die diese wundervolle Erde verstümmelte und warum? Um in den Tod Bäumen nach Mineralien zu suchen. Und diese Abbaustellen, die halten wir jetzt üblicherweise für Schluchten und finden das auch noch schön. Dabei ist es eigentlich nur Beweis für industrialisierte Zerstörungswut. Ja, da kann sich der Mensch mal an die eigene Nase fassen. Und vielleicht liegt darin auch der Grund, warum gerade so viele Menschen auf diese relativ neue und völlig verschwurbelte Verschwörungsmythenerzählung hier aufspringen. Sie können sich mit dem Gedanken identifizieren, dass die Welt einst ein lebendiger, wunderschöner Ort war, an dem alles miteinander verbunden war und fühlen, dass das jetzt halt vorbei ist und bedauern das und wünschen sich das halt irgendwie zurück. Wir leben eigentlich auf dem verwüsteten und ausgelaugten Rest einer einstmals lebendigen und lebenswerten Welt. Erinnert euch das auch so? In gewisser Art und Weise ist das wahr. Allerdings haben wir das alles selbst zerstört. Und zwar innerhalb von recht kurzer Zeit. Aber noch ist die Erde lebendig genug, dass man da noch einiges tun könnte. Ein bisschen an den Baumkult aus Avatar. Es liegt aber auf der Hand, warum so viele Menschen plötzlich daran glauben, dass Berge einfach Baumstümpfe sind. Weil es ein Ausdruck der Sehnsucht nach einer Zeit ist, als der Mensch die Natur noch nicht unterworfen und ausgeblutet hatte. Und diese Form von Sentimentalität wäre angesichts des Klimawandels auch total verständlich. Ich meine, in den letzten 200 Jahren wurden mehr als 200 Milliarden Hektar Waldfläche zerstört und ein Ende ist nicht in Sicht. Und man muss auch festhalten, Basalt ist schon verdammt faszinierend. Und ich kann euch aus dem Studium berichten, ja, Basalt härtet in dieser sehr gleichmäßigen Form aus und die Form von Bergen ist vor allen Dingen vom Klima abhängig. Ja, gibt es in diesen Breitengraden Frost, sehen die halt aus, als wären es Splitter eines abgebrochenen Baumstammes. Allerdings muss ich zugeben, ich war noch nie live bei einem Vulkanausbruch dabei oder habe den Bergen beim Wachsen zugesehen. Also zeigt sich hier mal wieder, Geografen, den sollte man einfach nicht vertrauen. Fassen wir also mal zusammen. Bäume sind eigentlich Büsche, Berge sind eigentlich Bäume. Und Stein ist eigentlich Holz. Was genau Bäume noch so sein könnten, dazu gibt es noch andere Theorien, aber die kommen dann ein anderes Mal im Eisberg. Aber nur weil wir die Himmelsbäume jetzt verloren haben und nie wieder Riesen im Himmel besuchen können, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht zumindest diese Riesenbüsche schützen können. Die paar, die wir noch haben. Ich glaube, jetzt sehen wir den Wald vor lauter Büschen nicht mehr, oder? Wobei ich seh was anderes. Ja. Treppen. Seid ihr schon mal im Wald spazieren gegangen und plötzlich über Treppen gestolpert, die da einfach nicht sein sollten? Immer wieder finden auf der ganzen Welt Leute in Wäldern scheinbar sinnlos platzierte Treppen, die ja an kein Gebäude oder ähnliches anschließen. Diese sind meist fernab jeglicher Zivilisation mitten in der Wildnis zu finden, was den Anblick natürlich auf der einen Seite überraschender macht und skurriler. Ja, warum sollte so eine Treppe an diesem Ort platziert sein, wo sie niemand braucht und sie nirgendwo hinführt? Vielleicht war da mal was. Oder vielleicht wurde es mal hingetragen. Scheinbar nirgendwo hinführt. Erstmals davon berichtet wurde natürlich auf Reddit, wo ein vermeintlicher Mitarbeiter eines amerikanischen Nationalparks von diesen Treppen berichtete und auch, dass seine Kollegen ihm erzählt hätten, dass diese gar nicht selten in Parks seien und man sich vor ihnen... Aber guck mal, da ist doch zum Beispiel, man sieht da doch bei dem Gras, also da ist ja ein Trampelpfad, das heißt, da sind sehr wohl Menschen schon öfters mal hingelaufen, oder nicht? Fernhalten sollte, ohne aber näher darauf einzugehen. Warum? Das ist schon strange, oder? Eine YouTuberin berichtete über dieses Phänomen und erhielt 2 Millionen Klicks auf ihr Video. Und geht jetzt mal in euch. Seid ihr im Wald auch schon über Treppen gestolpert, die dort nicht sein sollten? Schreibt's mal da unten in die Kommentare. Angeblich überkommen einen schon beim bloßen Anblick der Treppen Unwohlsein. Manche Nutzer berichten vom Gefühl, etwas Verbotenes zu sehen, das nicht für ihre Augen bestimmt sei. Teils wurde den Leuten schlecht, wenn sie sich dann doch hinaufwagten. Woran kann das liegen? Tja,
An Höhenangst wohl nicht. Die Theorien reichen von Dimensionstoren, die am Ende der Treppe auf einen warten, bis hin zum obligatorischen Weg in die Hölle. Aber wieso gehen die Treppen da nach oben, wenn... Hä? Naja, die Theorie ist nicht ähnlich. Ganz durchdacht, habe ich das Gefühl. Mit den Treppen begründen manche das Verschwinden vieler Leute in amerikanischen Nationalparks. Ja, wer sich hinaufklettert, der kommt nicht mehr zurück. Angeblich findet man die Treppen auch oft nah an Orten, wo Menschen verschwunden und seither vermisst werden. Nachdem die Geschichte losgetreten wurde, posteten Leute ihre eigenen ergänzenden Stories unter diesem ursprünglichen Reddit-Post. Ein weiterer angeblicher Parkwächter gibt an, einst eine mit einem weißen Teppich bedeckte Treppe hinaufgestiegen zu sein. Wobei zuerst alles völlig normal schien. Bis es dann oben unnatürlich still wurde. Nicht einmal der eigene Atem sei noch zu hören gewesen. So schnell... So entstehen halt Creepypastas. Und an sich finde ich das echt cool. Es ist nur ein Problem, wenn die Leute es dann zu ernst nehmen. Aber diese ganzen... Mini-Horror-Geschichten, kann man ja eigentlich sagen, die da verbreitet werden, sind ja eigentlich durchaus cool und gegen die spricht ja gar nichts. Problem sind nur die Leute, die dann denken, ja, das ist alles echt, quasi, ne? Es ist natürlich immer schön, so eine, man kann ja ruhig eine Faszination dafür haben und sagen, wäre schon cool oder nice oder was weiß ich, oder wenn man dann so eine Treppe findet, denkt man sich vielleicht, oh, riskieren tue ich es jetzt nicht, da drauf zu steigen, okay? Aber es ist ja was anderes, wenn du dann denkst, ja, das ist jetzt eine großräumige Verschwörung und keine Ahnung, das sind dann Dinge, die halt wieder ein bisschen abgedreht sind. Ich habe da bei meinem OBS-Bildschirm, der ist hier rechts von euch, da ist so ein dummer Fleck, der nervt mich gerade. Der geht nicht weg. Schnell wie möglich sei er dann zurück zu seinem Team gelaufen, wo man ihn seit Stunden vermisst hatte. Und der Teamleiter ihm Vorwürfe machte, man hätte den vermissten Wanderer wegen der Treppenexkursion nicht gefunden, ohne das jedoch näher zu erklären, was da eigentlich passiert wäre. Vermutlich wollte er darauf hinweisen, dass der dann vermutlich auch über diese Treppe verschwunden sei oder so. Aber es geht noch weiter. Andere Reddit-User erblickten am oberen Ende der Treppe angekommen seltsame Gesichter zwischen den Bäumen, schwarze Augen auf den Blättern. Es gibt noch mehr Nutzer, die von unerklärlichen Zeitverlusten auf der Treppe sprechen und der Unfähigkeit, sie danach wiederzufinden. Ein armer Forstmitarbeiter auf den Philippinen war nach der Rückkehr von einer Treppe seinen Job los, obwohl er nur wenige Minuten oben verbracht hatte, war er ganze 5 Jahre nicht mehr auf Arbeit erschienen. Andere Posts berichten Ähnliches. Die Erzählungen reichen von Todesschauplätzen und plötzlichen Energiefeldwechseln bis zu paranormalen Ereignissen wie auftauchenden UFOs. Logisch. Und Riesen. Ist ja ganz gut, wenn man dann oben auf der Treppe steht, wenn man so ein Dann denken die, du bist auch ein Riese. Riesen sieht. Dann ist man ja nicht mehr so klein. Wozu genau jetzt aber Aliens und Riesen die Treppen benutzen sollen, das hat dann wiederum keiner sinnhaft begründet. Da erscheint mir persönlich die Erklärung, dass es sich bei den Treppen um so eine Art Kanzel handelt, für okkulte Rituale, doch ein bisschen sinnvoller. Eine der naheliegendsten Erklärungen wäre natürlich, dass hier schlicht die Zeit ihre Finger im Spiel hatte. Ja, wenn dort beispielsweise nebendran Gebäude gestanden haben, die dann möglicherweise mit der Zeit verfallen sind. Weil Treppen aus offensichtlichen Gründen eben stabiler gebaut sind, bleiben sie einfach auch länger erhalten. Aber das sind jetzt alles Spekulationen in die unendliche Leere. Lasst uns mal einen Blick auf ein paar real existierende Beispiele werfen, von denen es auch Fotos und teilweise ein paar Hintergrundgeschichten gibt, um dem Mythos auf den Grund zu gehen. Und okay, vielleicht finden wir währenddessen auch noch ein paar Skandale. Am Berg Phnom Kulen in Kambodscha, unweit der berühmten Tempelanlage Angkor Wat, by the way, liegt eine mehr als 600 Meter lange Treppe mitten im Wald. Und der ursprüngliche Zweck dieser Treppe ist nicht endgültig geklärt. Man muss allerdings dazu sagen, die verschwindet nicht. Und da sind Leute auch schon lang gelaufen, ohne selbst zu verschwinden. Sie wird aber gerne als eins der bekanntesten Beispiele für dieses Mysterium herangezogen. Gebaut wurde sie vermutlich zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert und es gibt zwei Theorien zu ihrem Ursprung. Sie könnte entweder zu der Stadt Mahendra Parawat geführt haben, die mittlerweile überwachsen ist, oder sie könnte im 12. Jahrhundert von König Suryavarman II. Als Hilfe für die Arbeiter gebaut worden sein, die Baumaterialien für das unweit gelegene Angkor Wat zu liefern. Das wären schon recht vernünftige Daseinsberechtigungen für das Treppenwerk, zumal man bedenken muss, dass der Dschungel drumherum ja
vermutlich vor ein paar hundert Jahren da gerade mal nicht war. Ein weiteres mysteriöses Beispiel für eine Treppe ins vermeintliche Nichts finden wir in Viterbo in Italien. Dort steht die sogenannte etruskische Pyramide von Bomarzo. Das ist ein großer Megalith mit einer kleinen Plattform auf der Spitze. Laut Forschern stammt sie aus dem 7. Jahrhundert vor Christus oder ist sogar noch älter. Aber wofür sie da war, das weiß keiner. Also wir sehen, hier haben wir ein mysteriöses Objekt in einer Geschichte über mysteriöse Objekte. Die Gerüchte reichen von Sitzungen von Wahrsagern bis zu Tier- und Menschenopfern. Sucht euch was aus. Könnte auch alternativ ein Altar sein oder natürlich ein Alien-Landeplatz. Wer weiß das schon? Es gibt allerdings auch ein Beispiel, das sich relativ einfach erklären lässt, und zwar in Chesterfield im US-Staat New Hampshire. Dort finden sich die Treppen einer gewissen Madame Antoinette Cherie, einer Theatersängerin aus Paris, deren Niederlassung seit langer Zeit die Neugier der Menschen anregt. In den 1920ern ließ sie im dortigen Wald eine Art Chateau bauen, von dem mittlerweile allerdings nur noch die Treppen mit romanischen Bögen zu sehen sind. Dieses Gebäude war eine ausgesprochene Party-Location. Ein Rückzugsort mit 3 Etagen, von denen 2 ausdrücklich zum Partymachen vorgesehen waren. Und für den Sommer veranstaltete sie dort angeblich während der Prohibition verruchte Partys, in deren Verlauf skandalöse Dinge passiert sein sollen. Also, wie genau das aussah, das könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Ihr habt ja auch schon ein paar Filme gesehen, so großer Gatsby-like. Oder nächstes Jahr kommt ja auch Babylon ins Kino. Ich denke, ihr habt einen ungefähren Eindruck, wie das aussehen könnte. Nach der Prohibition und nachdem ihr damaliger Liebhaber aufhörte, ihr Schecks auszustellen, verfiel das Anwesen, sie ließ es zurück und 1962 brannte es nieder. Und daher sieht man auf diesem Bild, das gerne als Beispiel für die Existenz dieses Mythos herangezogen wird, eben nur Treppen, die ins Nichts führen. Wer Beispiele über geheimnisvolle Treppen in Deutschland oder in Europa hat, die kann er gerne mal da unten in die Kommentare schreiben. Wer zum Beispiel in Würzburg wohnt, im Siebholzwäldchen an der Käsburg, da gibt es an einem Hügel anscheinend auch so eine unerklärliche Treppe. Aber bitte fahrt da nicht zur Hölle. Fallt auch nicht runter. Also fallt auch nicht in die Hölle. Ihr könnt das von Weitem sehen, aber nicht, dass ihr drauf geht und dann einfach 5 Jahre später erst wieder runterkommt. Wobei, wenn ihr jetzt in Aktien investiert und einfach in 5 Jahren erst wiederkommt, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ihr euch dann freuen könnt. Vielleicht ist in 5 Jahren aber alles auch noch viel schlimmer als jetzt. Könnte auch sein. So, wir kommen jetzt aber mal von der Treppe runter. Die Pflicht ruft. Genau. Und was tut man als guter deutscher Bürger? Genau. Man besinnt sich auf die Vergangenheit. Wir sprechen jetzt über den Hakenkreuzwald. Und dafür bewegen wir uns in die Uckermark. Es gibt sonst wenig Gründe, in die Uckermark sich zu bewegen. Aber ein Hakenkreuzwald ist scheinbar einer dieser Gründe. Was nicht sehr schmeichelhaft für die Uckermark ist. Wir finden hier den Beweis, dass der Wahnsinn der Nazis selbst vor der Natur keinen Halt machte. Denn in der Nähe des nordbrandenburgischen Zernikos, etwa 130 Kilometer von Berlin entfernt, ließen sich einst mehr als 100 Lärchen erkennen, die aus der Luft betrachtet in der Kombination mit umliegenden dunkelgrünen Kiefern im Herbst ein gelbbraunes Hakenkreuz darstellten. Kein Witz. Und dieses, ich möchte sagen, eindeutige Symbol, das immerhin 60 x 60 Meter umfasste, wurde 1938 gepflanzt, aber erst 1992 von einem Mitarbeiter eines Landschaftsbauunternehmens bei der Suche nach Bewässerungsstrukturen auf Luftbildaufnahmen entdeckt und bescherte dem Land Brandenburg ab da einen völlig unberechtigten Image-Schaden. Ich vermute, ihr kennt den Song von Reinhard Grebe, oder? Stehen 3 Nazis auf einem Hügel und finden keinen zum Verprügeln. In Brandenburg, Brandenburg. Sowohl die nationale, auch internationale Presse hatte ihr gefundenes Fressen. Und schnell wurde das kleine Waldstück zu einem Politikum. Die BBC behauptete, die Machthaber der DDR hätten von dem Geheimsymbol gewusst. Aber auch die Piloten von Agrarflugzeugen, die damals gelegentlich auch mal über das Gebiet flogen, die meldeten es ja nicht. Und so wuchs die Swastika eine ganze Weile ungestört vor sich hin. Wie genau es jetzt eigentlich zu diesem politischen Statement in botanischer Form gekommen sein könnte, das ist nicht geklärt. Nur, dass es mit Absicht als solches gepflanzt worden sein muss, ist absolut unbestritten. Sowohl der damalige Forstbesitzer Hans von Wedel als auch sein Förster Walter Schmidt kommen als mögliche Verursacher in Frage. Und laut einem Gerücht wollte der damalige Förster möglicherweise einen Gutsbesitzer ärgern, der sich kritisch über die Nationalsozialisten geäußert hatte. Tatsächlich scheiterte das Forstamt bei seinem ersten Versuch, den Wald zu vernichten im Jahr 1995, da die abgeschlagenen Bäume einfach nachwuchsen und das NS-Symbol dann wieder sichtbar wurde. Erst 2000
2000 führte die endgültige Fällung von 25 Lerchen die Unkenntlichkeit des Kreuzes herbei. Man muss auch sagen, die Nazis können froh sein, dass sie ein so simples Markenlogo haben, weil wenn es komplizierter wäre, wäre es mit Bäumen einfach nicht mehr so schön darstellbar. Aber schon lustig, dass man sich ausgerechnet den Nadelbaum aussucht, der es nicht mal schafft, seine Nadeln das ganze Jahr zu behalten. Wobei es auch konsequent ist, weil das dann halt auch einfach braun ist. Angeblich war das damals übrigens gängige Praxis. Laut einem Vertreter des Brandenburger Forstwirtschaftsministeriums hätten viele Förster derartig linientreue Bepflanzung angelegt. Auch im hessischen Asterode fand sich bis in die 1960er Jahre ein Hakenkreuz, nebst einer riesigen 1933 in den Baumkronen, bis die US-Besatzung diese entdeckte und beendete. Mittlerweile finden in Internetforen fast schon Wettbewerbe darum statt, wer es schafft, auch heute noch ein gepflanztes Hakenkreuz zu finden. Und ich muss sagen, seit es Google Earth gibt, ist das auch eine Beschäftigung von mir zu gucken, welche Häuser heutzutage noch wie Hakenkreuze geformt sind. Und das sind gar nicht so wenige tatsächlich. Dass das in allen Fällen bewusst herbeigeführt wurde, ist allerdings fraglich. Aber auch in Kornfeldern, wie beispielsweise im bayerischen Niklasreuth, bei einem Bauernhof, machte man sich 2010 einen Spaß daraus, ein Hakenkreuz zu trampeln. Ich würde ja sagen, hiesige Dorfnazis. Oder waren es vielleicht Nazis in ihren Flugscheiben? Im kleinen Dorf Hessenaue lässt sich noch heute aus der Luft betrachtet das Symbol der Nationalsozialisten erkennen. Selbst wenn mittlerweile Baumaßnahmen ergriffen wurden, um die eindeutige Assoziation irgendwie abzuschwächen. Und nicht nur in Deutschland finden sich bauliche Manifestationen der Nazis. Teile der Marinebasis in San Diego erinnern ebenfalls sehr eindeutig an ein Hakenkreuz. Das war aber offenbar keine Absicht. Auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, dass man das bei der Planung eines Gebäudes nicht berücksichtigt. Trotz Bürgerprotesten steht das Gebäude nach wie vor unverändert darum. Genau wie das Seniorenheim Wesley Acres in der Stadt Decatur in Alabama, dessen doch recht auffälliger Grundriss 2008 einem jüdischen Bürgerrechtler auffiel. Aber es ist halt auch Alabama. Sogar in Kirgisistan, ungefähr 400 Kilometer von der Hauptstadt Bishkek entfernt, stehen ein paar sagenumwobene Tannen in Form eines Hakenkreuzes. Und Einheimische, die rätseln seit Jahren, wo der Ursprung dieser botanischen Swastika liegen kann. 6000 Kilometer von Deutschland entfernt. Warum sollte man sich da Mühe machen, so etwas anzupflanzen? Oder war es wirklich nur die seltsame Laune der Natur, einen rechtsradikalen Baumwuchs durchzuführen? Einer Legende nach sind rechtsradikaler Baumwuchs. Deutsche Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Sie hätten die Bäume als Zeichen der immer noch beständigen Verbundenheit zum Naziregime angelegt, nachdem sie von der Sowjetunion da umgesiedelt worden sind. Ein Lehrer in der Region namens Yedil Musayev hingegen behauptet gegenüber der New York Times, dass das Waldstück im Jahr 1940 von kirgisischen Arbeitern gepflanzt worden sei und da ihr Vorgesetzter deutsche Wurzeln gehabt habe und mit Hitlers Ideologie sympathisiert habe, ist es ihnen von ihm aufgetragen worden. Allerdings hat keine der kursierenden Legenden sich bislang als zweifelsfrei wahr herausgestellt. Und jeder in der Region hat wohl so seine eigene Version der Geschichte zu erzählen. Leider konnte nicht mehr die New York Times abschließend herausfinden, wie die zweifelhafte Baumanordnung dort hingekommen ist oder wer da dahinter steckt. 2006 schrieben sie dann, dass Recherchen beim Forstamt zumindest ergeben hätten, dass definitiv Menschen dahinter stecken müssten. Das sind ja auch keine Kornkreise, nicht wahr? Tja, meine lieben Freunde, dieser Verschwörungsmythos, der muss wohl ungeklärt bleiben. Seid ihr schon im Wald? Ich meine, in der Ansammlung großer Büsche verschollen? Hallo? Ja. Ich bin noch. Hallo? Also ich bin noch naja, vielleicht da. Findet ihr ja da, wo ihr jetzt gerade seid, verschwundene Kinder. Denn um die geht es in der nächsten sehr traurigen Geschichte. Wir alle kennen ja Los Angeles und Hollywood, aber wusstet ihr, dass es abseits der gigantischen Metropole auch noch fast unberührte Natur zu entdecken gibt? Dabei muss man aber ein bisschen aufpassen, damit man da nicht verloren geht. Im Los Angeles County liegen die Gabriel and Sierra Pelona Mountains. In dieser Wildnis liegt doch der Angeles National Forest. Der erstreckt sich immerhin über eine Fläche von fast 3000 Quadratkilometern und große Teile davon stehen unter Naturschutz, weshalb sie nach wie vor relativ unberührt von jeglicher Zivilisation sind. Das Gebiet ist aber nicht nur als Erholungsgebiet beliebt, sondern hat eben auch traurige Berühmtheit als Wald der verschwundenen Kinder erlangt. Eine ganze Reihe von mysteriösen Vermisstenfällen sind hier passiert und niemand weiß so genau, was es damit auf sich hat und warum all die Fälle ausgerechnet hier im sonnigen Kalifornien passiert sind. Wobei es in der Tiefe des Waldes dann auch nicht mehr besonders sonnig ist, sondern ziemlich, ziemlich finster. Schauen wir uns das mal genauer an, soweit wir da noch was sehen können. Der erste seltsame Fall,
Der ereignete sich im August 1956. Die 11-jährige Brenda Howell ist zu Besuch bei ihrer Schwester und freundet sich schnell mit dem 13-jährigen Nachbarsjungen Donald Lee Baker an. Am Morgen des 6. August brechen die beiden zu einer Fahrradtour auf, von der sie nie wieder zurückkehren werden. Trotz groß angelegter Suche, an der sich sogar das Militär beteiligt, tauchen sie nie wieder auf. Man findet nur noch Brandas Fahrrad und Donalds Jacke. Keinen halben Kilometer von dort, wo man sie zuletzt gesehen hatte. Von den Kindern selbst aber fehlt jede Spur. Als 2 Monate später Donalds Fahrrad an einer Grundschule gefunden wird, gibt eine Schülerin an, es im Wald gefunden zu haben. Die Spur führte also in den Wald. Aber ansonsten gibt es keine Beweismittel oder Hinweise. Die 2 Kinder bleiben für immer vom Erdboden verschluckt. Nur ein Jahr später, im März 1957, verschwindet der 8-jährige Tommy Bowman auf einer Wanderung mit Vater und Onkel, als er vorausläuft und nur für ein paar Momente hinter einer Wegbiegung nicht mehr zu sehen ist und ebenfalls nie wieder auftaucht. Der einzige Hinweis auf Tommys Verbleib kommt 2 Wochen nach seinem rätselhaften Verschwinden in Form eines Briefes, der an seine Familie geschickt wird und in dem ein Unbekannter behauptet, Tommy sei am Leben und mit einem männlichen Erwachsenen unterwegs. Ein weiterer Brief behauptete, Tommy würde mittlerweile in Oklahoma leben. Beide Spuren verlaufen im Nichts. Aber es wird noch krasser. Als nächstes verschwindet der 6-jährige Bruce Cremen, der mit 80 anderen Kindern und Betreuern an einem Pfadfindercamp teilnimmt. Als er am 12. Juli desselben Jahres mit einer Gruppe von anderen Kindern und einem Erwachsenen zu einer Wanderung aufbricht, kurz darauf aber schon wieder müde wird, schickt man ihn die knapp 300 Meter zum Camp zurück. Dort kommt er aber nie an. Das Absonderliche ist, der Betreuer behält ihn sogar noch im Blick, fast bis er die Zelte erreicht hat. Aber trotzdem erreicht der kleine Junge das Ziel nicht. Und sein Fehlen fällt nur wenige Minuten später auf. Aber trotz intensiver Suchaktionen wird kein einziger Hinweis auf seinen Verbleib gefunden. Die Behörden kamen nur zu dem Schluss, dass sie sich verlaufen haben und dann in Gefahr geraten sein muss, weil das unwegsame Gebiet voller Schluchten und Klippen ist. Und vielleicht liegt seine Leiche noch immer in einer dieser Schluchten. Denn auch sie wurde nie entdeckt. Genau wie die Leichen der anderen Kinder. Erst 13 Jahre später, am 6. März 1970, zeichnet sich eine Neuentwicklung ab. Da betritt ein Mann namens McRae Edwards eine Polizeistation und gesteht, im Zeitraum zwischen 1953 und 1970 6 Kinder sexuell missbraucht und getötet zu haben. 2 davon seien Brenda Howell und Donald Baker gewesen. Als der 51-Jährige die Polizisten zum angeblichen Tatort führt, finden sie dort aber keinerlei Anzeichen eines Gewaltverbrechens. Auch die Leichen sind nicht auffindbar. Der Mord kann Edwards also trotz Geständnis nicht nachgewiesen werden. Dennoch wird er wegen Kindesmissbrauchs und schließlich auch für 3 Morde schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Man verdächtigt ihn jedoch noch an weiterem mysteriösen Verschwinden und an Tötung beteiligt zu sein. Im Lauf seines Verfahrens und im Gefängnis brüstet Edwards sich sogar damit, bis zu 18 Kinder im Los Angeles County umgebracht zu haben, wo er als Bauarbeiter arbeitete. Bewiesen werden konnte jedoch nichts davon. Er hängte sich in seiner Zelle. Kurz zuvor hatte er dann allerdings bizarrerweise einen Brief verfasst, in dem er seine Geständnisse zurücknahm und einen Billy the Cripple als Täter angab, was allerdings als Produkt seines verwirrten Geisteszustandes abgetan wurde. Die vermissten Fälle sind offiziell nach wie vor nicht geschlossen und die Gerüchteküche darum, was wirklich mit den Kindern passiert ist, kommt nicht zur Ruhe. Und wer ist Billy the Cripple? Als im Jahr 2002 ein Waldbrand ausbrach, zeigte man sich schnell überzeugt, dass satanische Rituale das Feuer ausgelöst haben müssen, was sich zumindest teilweise sogar als wahr herausstellte. Zumindest gaben die Behörden zu, dass eine Pagan-Gruppe hier offenbar Tieropfer erbracht hätte. Und ab da waren Schattenmenschen und Tiergeister ganz oben auf der Liste möglicher Friedensstörer im Wald. Aber bevor wir jetzt zu tief in den Wald gelangen und auf unserer Spurensuche noch von einem hungrigen Bären gefressen werden, brechen wir hier mal ab. Hungrige Bären gibt es da übrigens auch, just saying. Bewegen wir uns mal in einen anderen gruseligen Forst. Unsere letzte verschwörerische grüne Station heute liegt in Lettland, in der Nähe der Kleinstadt Dobele. Und hier gehen anscheinend wirklich... Was ist das für ein süßer Name? Dobele. Die Kleinstadt Dobele. Ey, wie geil. Wirklich eine ganze Menge seltsame Dinge vor sich, Freunde. Einheimische nennen den Pogaini-Wald auch Tal der Geister. Angeblich haben sogar schon Satelliten der NASA außergewöhnliche Energien hier wahrgenommen. Und auch sonst gilt der Ort seit Jahren als optimaler Lieferant für Rätsel und Legenden. Da können wir jetzt also nicht einfach vorbeiwandern. Berichten zufolge gab es hier bereits in den 1930ern seltsame und teilweise paranormale Ereignisse, die aber erst seit den 1990ern dokumentiert wurden. Es war mutmaßlich der Forscher Ivar Wicks, nicht lachen wegen des Namens, der Forscher Ivar Wicks
der erstmals Steine beobachtete, die Jetzt hört auf zu lachen, nochmal. Also Forscher Ivar Vix, der erstmals Steine beobachtete, die elektromagnetisch abstrahlten. Kurz darauf verstarb er an einer unbekannten Krankheit, was natürlich nicht unbedingt dazu führte, dass die Aufregung um den Pokaini abebben würde. Nach ihm übernahm der russische Physiker Jewgeni Sidorow Forschungsarbeiten und fand heraus, dass viele Menschen den Wald aussuchten, weil sie an die Heilkräfte der uralten Steine dort glaubten. Warum man ein Physiker sein muss, um das herauszufinden, ist mir allerdings ein Rätsel. Neben bemerkenswerten Steinen beschäftigt er sich auch, wieso ist er nicht Geologe? Beschäftigte er sich auch mit rätselhaften Temperaturanstiegen in dem Waldgebiet. Und auch wenn seine Forschungen keine handfesten Beweise für paranormales Geschehen lieferten, zur Berühmtheit des Waldes beigetragen haben sie allemal. Wir gehen diese ganzen seltsamen Phänomene jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Ich meine, wir hatten sie eben schon erwähnt, Steine. Ja? Das sind so schweigsame, solide Zeitgenossen, jammern nicht. Mag ich ganz gerne eigentlich, ja. Sind sympathisch. Geben dir keine Mahnschreiben. Steine sind einfach grundsolide. Im Pokaini-Wald gibt es auch jede Menge davon. Nur ihre Herkunft ist irgendwie unklar. Ich meine, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Normalerweise liegen Steine an überraschenden Stellen aufgrund der Eiszeit. Just saying. Just my two cents an der Stelle. Ja? Man nimmt die Steine aus Skandinavien und schiebt sie einfach woanders hin. Unter den Einheimischen gilt es als unglücksbringend, sie aus dem Wald zu entfernen. Ihnen werden alle möglichen übersinnlichen Kräfte zugeschrieben. Man muss allerdings aufpassen, welche Art von Stein man erwischt. Die können nämlich je nachdem heilen oder Schaden anrichten, beziehungsweise sogar töten. Und angeblich sind sogar Touristen an ominösen Leiden erkrankt, wenn sie einen Stein aus Pokaini mitgenommen haben. Vielleicht können wir das hier als Narrativ generell unter "Wir lassen die Natur bitte in Ruhe" verbuchen. Ist ja auch ein durchaus gängiges Narrativ, vor allen Dingen im Hinblick auf Dinge, die sich in Wäldern zutragen. Mhm. Ja, hier haben wir wieder so ein Grundmotiv von Verschwörungsmythen. Wer geheilt werden will, von was auch immer, der findet auch noch einen Gesundheitspfad dort. Aber denkt daran, keiner verlässt den Pfad und niemand wandert allein. Manche der Steine sind angeblich sogar verstrahlt. Eine seriöse Quelle hat es allerdings noch nicht bestätigt. Auch warum nur ausgerechnet dieser Wald verstrahlt sein soll, das weiß man auch nicht so genau. Ich meine, es gibt auch hier wieder abenteuerlichste Überlegungen dazu. Und zu den kreativsten Erklärungsversuchen gehört natürlich auch ein an dieser Stelle sehr unsanft gelandetes UFO, das dann irgendwo im Wald vergraben sein soll. Historiker und Archäologen sind sich wohl uneins, woher diese Steine jetzt tatsächlich stammen. Und nochmal die Frage, wieso fragen sie keinen Geologen? Vielleicht, weil es Grabsteine sind? Oder doch das verfallene Fundament eines Schlosses, von dem die Geschichtsschreibung heute nichts mehr zu berichten weiß? Oder wurden sie einfach nur für landwirtschaftliche Zwecke aus dem Weg geräumt und da aufgeschichtet? Eine der bekanntesten Legenden behauptet, dass Pilger die Steine aus ganz Europa zusammengetragen und in Pokaini abgelegt haben, angeblich um damit ein Symbol für Freiheit bzw. Sündenbeherrschung zu setzen. Aber das ist ja voll die langweilige Geschichte, oder? Diverse Druiden und Priester beziehen übrigens aus dem Blattwerk des Pokaini ihre Energie, um das Wetter zu kontrollieren. Ist aber noch nicht alles. Die Temperatur im Wald liegt tatsächlich konstant höher als die in der Umgebung. Manche behaupten, dass diese Wärme ungewöhnlich kraftvoll ist und direkt in den Körper eindringt. Und besonders stark tritt dieses Phänomen auf einer Lichtung unter einem ganz bestimmten Kieferbaum auf. Stellt euch mal vor, da laufen Leute durch den Wald, um die Stelle herauszufinden, an der sie sich am meisten von Wärme durchflutet fühlen. Denn genau das ist, was da passiert. Wer darunter steht, der fühlt angeblich eine starke innere Wärme. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, langsam habe ich auch ein bisschen Lust, diesen Wald zu besuchen, um mir einen kleinen Stein damit zu nehmen. Und dann wären da natürlich noch die GOUGs. Was ist denn das jetzt schon wieder? Naja, Globus Objects of Unknown Genesis natürlich. Leute, es gibt Hoffnung auf Aliens. Also ein bisschen. GOUGs tauften die Wissenschaftler eines unweit gelegenen Forschungszentrums leuchtende Himmelskörper, die immer wieder in einem Tal des Pokaini gesichtet wurden. Allerdings nur auf Fotografien, nie von Augenzeugen. Es ist aber auch verdammt unfair. Immer dasselbe. Man will UFOs sehen, aber man kriegt immer nur grisselige Bilder davon. Aber auch sonst hat der Pokaini ein bisschen was an paranormalem Stoff zu bieten. Laut dem amerikanischen Professor Jim Hertog, der die Region in den 1970ern besuchte, nahmen NASA-Satelliten ein seltsames Licht aus, das von der Gegend abstrahlte. Ich sag ja, verstrahlt. Manche behaupten auch, von den Hügeln im Wald aus über riesige Distanzen miteinander kommunizieren zu können. Also, wenn da jetzt mal keine Dimensionstore im Spiel sind. Außerdem funktionieren Uhren und Kompass im Pokaini oft nicht richtig. Da hat man da aber scheinbar mal einen Geologen gefragt. Man ist sich ziemlich einig, dass magnetische Erzvorkommen dafür verantwortlich sind. Verstrahlung,
Erze. Uran ist ja auch ein Erz, just saying, aber Uran ist nur paramagnetisch. Seelenkundler und Esoterik-Fans aus aller Welt feiern den Wald trotz aller wissenschaftlicher Erklärungsversuche. Ich meine, ist ja auch sympathisch. Das ist mal ein Wald, in dem man nicht stirbt. Man stirbt nur, wenn man die Steine von da klaut. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer der besseren Wälder. Seit ich das jetzt alles weiß, habe ich aber wirklich den starken Drang, dann einen Stein von da mitzubringen. Verdammte Axt! Im Walde. Und wie selbige mache ich heute Schluss und merke an, dass wir, sobald dieser Kanal 100.000 Abonnenten erreicht, eine neue Serie für euch hinzufügen werden. Ich habe ja gesagt, der Verschwörungseisberg ist nur der Anfang dieses Kosmoses hier. Also lasst euer Abo da und aktiviert bing die Glocke. Bis nächsten Donnerstag, 17 Uhr. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen und findet gut aus dem Wald heraus. Das ist doch wieder mal schön gewesen. Eine schöne Folge Eisberg. Ich fand es wieder sehr unterhaltsam und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Guckt natürlich auch auf den Original-Kanal vorbei, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.